Wir wussten, was uns hier erwartet und wollten nicht total defensiv auftreten. Aber es war einfach klar, dass die deutsche Nationalmannschaft verdammt stark im Spiel nach vorne ist und zu Torchancen kommen würde. Natürlich sind die Deutschen der absolute Hauptfavorit. Das haben sie auch mit den Ergebnissen gegen Norwegen und jetzt gegen uns unterstrichen. In unserer Gruppe geht es hinter Deutschland nur noch um Rang 2.